Zwickau ist ja über die Grenzen der Republik hinaus vor allem durch das Wirken von Robert und Clara Schumann als Musikstadt bekannt. Was liegt da näher, als den diesjährigen Bundeswettbewerb Jugend musiziert hier zu veranstalten? Vor dem großen Event fand in der Mulde statt an den beiden zurückliegenden Wochenenden der Landeswettbewerb statt. Die Austragungsorte waren unter anderem das Clara-Wieck-Gymnasium, das Robert-Schumann-Haus oder das Konservatorium. Vom CON traten 34 Schülerinnen und Schüler in 8 verschiedenen Wertungskategorien an. Die Fachjurys verliehen unter diesen Teilnehmern insgesamt 2 dritte, 20 zweite und 12 erste Preise. Im Robert-Schumann-Konservatorium fand dann am letzten Sonntagabend das Abschlusskonzert des Landeswettbewerbes Jugend musiziert statt. Während sich nach und nach die Gäste im Foyer einfanden, kamen wir mit dem Leiter der Einrichtung ins Gespräch. Ich denke, es war im Großen und Ganzen ein wunderschöner Wettbewerb. Viele junge Leute haben unsere Musikstadt hier in ihrem Besuch abgestattet. Und ich denke, wir haben unserer Musikstadt aller Ehre gemacht. Und es war ein erfolgreicher Wettbewerb für alle Schüler aus Land Sachsen und auch speziell für unsere Konschüler, die natürlich Heimspiel hatten. Und das freut uns ganz besonders, dass auch etliche ganz erfolgreich, hervorragend abgeschlossen haben hier den Wettbewerb. Jetzt schauen wir uns heute das Abschlusskonzert an und geht es ja dann im Mai schon weiter, ne? Ja, im Mai geht es dann vor Pfingsten am Mittwoch oder Donnerstag geht es dann los zum Bundeswettbewerb. Und nach dem Wettbewerb ist quasi vor dem Wettbewerb für die Schüler, aber auch für uns als Organisatoren. Und da wartet jetzt ein großer Berg Arbeit, aber die Generalprobe ist uns gelungen. Und ich denke, dass wir auch den Bundeswettbewerb hier in Zwickau gut über die Bühne bringen werden. Ist es denn angenommen worden? Wir hatten im Vorfeld gehört, es wurden ja auch Unterbringungen gesucht, freiwillige Helfer. Helfer haben die Zwickauer mitgespielt? Also für einen Landeswettbewerb ja und beim Bundeswettbewerb schauen wir mal. Aber ich denke, da können wir uns auf die Zwickauerinnen und Zwickauer verlassen. Auch Zwickaus Oberbürgermeisterin war es eine Herzensangelegenheit, beim Event mit dabei zu sein. Konstanze Arndt freute sich, dass dieser Wettbewerb hier in Zwickau über die Bühne ging. Wir tragen ja Robert Schumann auch in unserer Bezeichnung als Besonderheit für unsere Stadt. Und das Konservatorium ist sehr eng mit der Stadt verbunden. Ich glaube, hier gibt es sehr, sehr viele Menschen, die Musik leben und sich auch täglich in ihrem Hobby damit beschäftigen oder auch beruflich. Wir haben ein tolles Theater mit tollen Musikern und also Musik gehört irgendwie zu Zwickau dazu. Und deswegen ist es toll, dass sowohl der Landeswettbewerb jetzt bei uns stattgefunden hat und ja bald auch der Bundeswettbewerb nach Zwickau kommt. Und das Schöne, was man damit verbinden kann, ist, dass eben auch sehr viele junge Menschen in die Stadt kommen. Und es ist schon beeindruckend zu sehen, wie viele jugendliche Kinder sich dieser Aufgabe so intensiv widmen. Los ging es dann mit einer beeindruckenden Percussion-Performance. Die Begrüßung der Gäste oblag Matthias Wiedemann, dem Vorsitzenden des Landesausschusses Jugend musiziert. Sehr herzlich begrüße ich Sie zum krönenden Abschluss des Landeswettbewerbs Jugend musiziert 2023 hier in Zwickau im Rahmen des 60. Wettbewerbs Jugend musiziert. Seit so lange gibt es diesen Wettbewerb schon. Und was hatten wir für einen fulminanten Auftakt? Ich freue mich sehr, dass auch so viele Ehrengäste unserer Einladung heute gefolgt sind. Und ich begrüße sehr, sehr herzlich Frau Iris Firmenich, Mitglied des Sächsischen Landtages und Mitglied des Präsidiums des Sächsischen Musikrates. Ich begrüße sehr, sehr herzlich Frau Oberbürgermeisterin Konstanze Arndt hier aus Zwickau mit ihrem Gatten. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Dr. Michael Löffler, den Leiter des Kulturamtes. Ich begrüße weiterhin sehr herzlich Herrn Markus Franke, Leiter der Abteilung Kunst im Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus. Und ich begrüße sehr herzlich Herrn Daniel Kaiser, Schulleiter des auch gastgebenden Robert-Schumann-Konservatoriums hier in unserer Runde sehr herzlich. Delegiert zum Bundeswettbewerb und ausgezeichnet mit dem Sonderpreis der Stadt Zwickau gab es dann Kostproben vom Blechbläserquartett des Konservatoriums.
Im weiteren Verlauf des Abends brillierten dann unter anderem Johanna und Philipp Petter. Gespannt sein, was der Bundeswettbewerb im Mai alles bereithält und wie sich unsere Teilnehmer schlagen werden.